Ich werde mich ganz bitter rächen und wie Stäbchen euch zerbrechen. Und mit diesem Reim begrüße ich euch wieder zu einer neuen Folge von Banjo-Kazooie. In der letzten Folge haben wir natürlich die Grundlagen als auch den Intro durchgemacht. Und noch natürlich haben wir jetzt die nächste Welt Mumbus, die erste Welt Mumbus Mountain geöffnet. Dank eines Puzzleteils. Nun, gehen wir jetzt rein in Mumbus Mountain. Tach, drei neue Moves könnt ihr in dieser Welt finden. Haltet Ausschau nach meinen Hügeln. Na gut, dann werden wir auch finden, hier gibt es noch drei neue Moves. Das ist noch nicht alles. So, da gibt es noch diese Noten, die werden wir dann auch noch holen. Und das sind diese Jinjos, die müssen wir sammeln in jeder Welt. Da gibt es fünf davon. Das läuft super. Ihr habt mich gerettet. Gruntilda hat in jeder Welt fünf von uns entführt, eingesperrt. Wenn ihr uns alle befreit, gibt es in jeder Welt ein Puzzleteil. Gut, und da ist noch dieser Mumbus-Schädel, den können wir auch sammeln. Ich muss Schädel sein. Ohne mich, Mumbo, machen keinen Finger für Zauberer krumm. Na gut, dann lass uns jetzt loslegen. Hier gibt es noch diese Noten, die müssen wir 100 sammeln davon. Ich bin eine von 100 Noten in jeder Welt. Sammelt uns ein, um die Notentüren zu Gruntildas Reich zu öffnen. Und die sind sehr, sehr nützlich, Leute, denn wir brauchen natürlich alle 100 Münzen. Und da gibt es in neun Welten gibt es insgesamt in neun Welten gibt es 900 Noten hier in dieser Welt versteckt. In ganzen Gruntildas Reich sind 900 Noten hier versteckt und die müssen wir sammeln. Indem wir dann die 100% dann rumstreben werden. So, hier sind noch die Noten. Und hier ist der Jinjo. Jinjo! Und ja, es gibt noch weitere viele Gegner. Ihr seht schon selbst diese Trollen, wie die sehen aus wie Mumbos Schergen aus. Oh mein Gott, das ist der... Ja, Pech gehabt, Stierchen. Dieses Stier kann man leider nicht besiegen, denn der wird nur ein bisschen leicht bewusstlos, aber was soll's. Hier ist noch dieser Gorilla, den kennen wir noch. Das ist Kongas Baum Konga. Ich treffe Bär mit Orangen. Also müssen wir jetzt diese Sachen mit. Aua. Ich muss jetzt mal ganz schön aufpassen, denn... Das war's, wir haben jetzt endlich geschafft. Ah, schlauer Bär findet Kongas Gold. In jeder Welt sind 10 von uns versteckt. Wir helfen euch auf eurem Weg zu Gruntilda. Vielen Dank, ihr Kleinen. Wie süß das gemacht worden ist von Rare. Wenn ihr diese Welt verlassen wollt, dann kehrt zur Stadtplatte zurück und stellt euch drauf. Gut. Gut zu wissen, danke. Und hier ist natürlich der Affe, was hat der denn? Chimpy ist hungrig, fütter Chimpy. Ach, keine Sorge, Chimpy, wir werden dich helfen. Dafür brauchst du Orangen, was Konga auch wirft. Hey, das Kongas Orange, zurückgeben! Orangen sind lecker. Da, bitte. Chimpy liebt Orangen. Chimpy wird dickem Bär und lustigem Vogel helfen. Wie süß das gemacht worden ist, Leute. Und ja. Die nächste Puzzleteil. So. Das sind ja echt gute Kindheitserinnerungen, dass ich das letzte Mal gespielt habe, als ich noch 6 Jahre alt war. Das Spiel ist, wie gesagt, 21 Jahre alt, damit ihr euch noch erinnern könnt, dass ich auch im letzten Part erwähnt habe. Aber ich weiß, der letzte Part war etwas zu kurz, aber was soll's. Wir sind Eier, Kazooie kann lernen, uns als Munition zu verwenden. Das werden wir auch gleich lernen. Hier ist noch der nächste Mumbo-Schädel. Igambogam. Igambogam.
Ja, da müssen wir die Stampfattacke, das lernen wir erst später. Also lernen wir jetzt nun die nächste Fähigkeit für Kazooie. Es ist an der Zeit, dem Vögelchen zu zeigen, was man mit Eiern alles machen kann. Ich bin's ganz Ohr, Erdwühler. Halte den Z-Trigger und drücke den oberen C-Knopf, um einen Ei aus deinem Mund zu schießen. Klingt super. War das alles? Fast. Drücke den unteren C-Knopf, um ein Ei nach hinten von deinem Arsch abzufeuern. Autsch, das hört sich schmerzhaft an. Hätte ich bloß nie gefragt. Mit dem 3D-Stick lässt sich das Ziel genau anvisieren. Insgesamt kann das Vogelhirn bis zu 100 Eier tragen. Jetzt habt ihr gelernt, wie man Eier abschießt. Ich gebe euch noch 50 Eier, damit ihr ein wenig üben könnt. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde dir deine Energie auffüllen. Vielen Dank, Bottles. Und die müssen wir jetzt einsetzen gegen Konga. Ein sicherer Platz, Bär, und kann Konga nicht treffen. Ei, tut Konga weh. Du musst mir auch ein Puzzleteil geben, Kollege. Donkey Kong Wannabe. Zack. Wir haben Konga besiegt. Oh, Konga besiegt. Bär besiegt Konga. Konga gibt Preis am Bär. Und damit haben wir jetzt unseren dritten Puzzleteil oder ersten Puzzleteil, glaube ich. Ne, das ist der zweite Puzzleteil, glaube ich. Das dritte schon. Okay, mein Fehler. Das ist der dritte Puzzleteil, das wir jetzt gerade gefunden haben. Und dann gibt es noch eine weitere Fähigkeit, glaube ich, noch. Aber hier in dieser Welt werden wir wahrscheinlich noch einen weiteren Part noch durchziehen müssen, so wie es aussieht. Hier sind noch weitere Eier hier. Hier ist noch der vierte. Hier sind noch vier Eier und hier musste noch ein Ikambokam sein. Beziehungsweise ein Mumbo-Schädel. Ikambokam. Und es ist so geil. Los geht's. So, und jetzt lernen wir mal was. Noch ein neues Bottles. Mann, ich muss immer. Langsam muss ich ab und zu gehen. Der Huckepack hat als Kazooie dich zu tragen und selbst kleine Hänge zu erklimmen. Ach, ich muss schon wieder gehen. Das hört sich gut an, Bottles. Wie funktioniert das? Halte den Z-Drücker und drücke den linken C-Knopf und halte danach lange gedrückt, lange Kazooie dich tragen soll. Ach, Mann, warum muss ich gehen? Das ist das erste Mal, dass ich jetzt gehen muss. Und warum? Das passiert ab und zu, wenn ich jetzt immer am Abend was hochlade, immer was drehe. Und dann passiert das hier, dass ich jetzt gehen muss. Für jede Scheiße muss ich gehen. Warum? Naja, kann man nichts machen. Und da ist ein Jinjo. Jinjo! Hui! Aber wie süß das gemacht worden ist von Rare. Das waren noch die geilsten Zeiten, wo Rare mit Nintendo sehr gute Spiele gemacht hat. Wie Killer Instinct, Donkey Kong Country. Vielleicht hätte ich auch noch mehr Rare Games dann auch noch Let's Playen. Wer weiß. Hier ist noch ein Ikambokam. Ikambokam. Und diese Moves werden wir auch noch wahrscheinlich dann brauchen dann im zweiten Teil, wer weiß. Ob wir 100% streben werden, ist ja offensichtlich. Ah, da war noch natürlich ein Honigwabe hier, das habe ich ja fast übersehen. Und wir können jetzt noch weiterhin die Noten hier sammeln, denn hier gibt es noch ein Mumbo-Schädel am Termitenhügel. Mann, bin ich jetzt müde, ey.
Es ist jetzt gerade spät am Abend. Ich glaube jetzt nicht mal so spät. Es ist jetzt gerade erst 20 Uhr. Klasse, ihr habt genug Noten gesammelt, um den Zauber der ersten Tür zu brechen. Gut zu wissen. In dieser Welt gibt es natürlich, wie gesagt, 100 Noten und die müssen wir in jeder Welt dann holen. Und hier ist noch ein Puzzleteil. Nee. Ha? So. So, hier ist noch die weiteren Noten. Habe ich noch was übersehen? Ja, hier ist noch ein. Hier ist noch ein paar Noten hier. Und so wie es aussieht, haben wir schon alles hier oben. Na gut. So, weg mit dir, Kollege. Hier ist noch ein, natürlich auch ein Puzzleteil bei diesem Totenfall. Ich bin Jojo, Tumumbas Totenfall. Füttere mich doch mit diesen blauen Dingern. Damit war gemeint mit den Eiern. Ach komm schon, WTF. So, und hier ist noch ein Honigwabe. Yay. In dieser Welt gibt es jetzt nur noch einen... Nee, ha? Und hier ist noch ein Puzzleteil. Die sind in dieser Welt sehr einfach zu finden, aber von Welt zu Welt wird es immer schwieriger, dann ein Puzzleteil zu finden. Aber... Nee, ha? So. Und da brauchen wir natürlich die Stampfattacke. Und das lernen wir jetzt noch in diesem Part. Ich nenne diesen Move die Kopfgranate. Springt in die Höhe und drückt den Z-Trigger, damit der Kazooie auch einmal ihr Köpfchen anstrengt. Schluck, das gefällt mir aber gar nicht. Gewöhne dich lieber daran, Nesthäkchen. Dieser Move werdet ihr oft brauchen. In dieser Welt habt ihr alles gelernt, was es zu lernen gibt. Na gut. Hier sind noch weitere Noten hier versteckt, das haben wir noch geahnt. Die Häuser können wir dann noch natürlich zerstören. Jetzt haben wir 69 von 100. Aber ich glaube, in diesem Part werde ich noch diese Welt noch durchziehen mit euch. Und dann geht es dann in die zweite Welt, wer weiß. Hier ist noch ein Leben. Ja. Und hier ist noch ein Puzzleteil. Nee. Ha? So. Ich glaube, ein Puzzleteil fehlt und zwei Puzzleteile fehlen uns noch. Ich glaube. Da fehlt noch ein Jinjo. Den werden wir noch holen dann später. Hey, Kleiner! In Tickers Turm sind Bären nicht erwünscht. Das wissen wir schon. Wir wollen nur den Mumbus-Schädel holen. Denn wir brauchen in dieser Welt 5 Mumbus-Schädeln. Die müssen uns sehr nützlich sein. Aber da hier ist noch ein Jinjo, den holen wir uns noch. So. Hier ist noch ein paar Noten hier. Ja, und der Jinjo pfeift jetzt rum. Wie ein armer, gestrandeter, strandes Opfer, sagt man so. Ja, das war ziemlich beschissen bezeichnet. So, haben wir hier 90. Na gut. Jinjo! Ha?
So, da fehlt uns nur noch ein Puzzleteil und das ist natürlich im Termitenhügel, dass ich mich noch erinnern kann. Denn ich habe es immer noch in meinem Kopf, die ganzen Spielereien, was ich gezockt habe, zurück in Nintendo 64. Ich konnte nur noch spielen bis, ich glaube, das schwerste Level war natürlich Glück Lockwood. Ab Glück Lockwood war es für mich schon Schluss mit dem Spiel. Naja, aber vielleicht schaffen wir das noch. Ich Mumbo, bester Schlamane in ganz Spiel. Mumbo kann Bär und komisch Vogel helfen. Vorsicht, du schräge Quacksalber. Böse Hexe hat versteckt Mumbos silberne Schädel. Findet Schädel und Mumbo. Euch viel Glück, viel gut helfen. Ah, Menschen viele Schädel haben. Stellen auf Totenschädel und dann B drücken. Mumbo machen sauber wie Copperfield. Ja, das mit der Mumbo hat so eine fast ausländische Sprache, was ich aber ziemlich lustig finde von ihm. Und hier sind natürlich Eier hier versteckt, das kann ich noch erinnern. Ja, da hast du hier da versteckt Mumbo. Und natürlich werden wir Mumbo sehr oft in diesem Spielverlauf noch begegnen, denn er wird uns in manchen Welten in verschiedenen Viecher verwandeln. Was wird er uns jetzt diesmal verwandeln? Das weiß ich auch schon, wie Mumbo so geil ist. Mumbo, mach ein kostenloses Rückverwandlung. Kommen wieder, wenn fertig. Ah, gut sauber für erstes Mal. Mumbo brauchen noch etwas Übung. Sache so lustig. Ja, der neue Nachfolger von Copperfield. Das soll wirklich der neue Copperfield, der wird Copperfield sein. Ja, ich weiß nicht, was haben die Entwickler dabei gedacht, dass sie Mumbo als Copperfield darstellen, denn er kann in jeden Viech verwandeln, glaube ich. Aber naja. Lass uns losgehen, denn hier geht's noch weit nach oben, indem wir als Termite hochklettern. Oh Mann, komm schon jetzt, Benjo. Ei! Wo hast du die coolen Shorts her? Die muss ich haben. Na geh doch mal zum C&A. Oder zu Kick. Den Textildiscounter. Der kostet höchstens 5 Euro. Nein, ich verarsche euch nicht. Naja. Oh Mann, jetzt komm schon. Hallo Benjo, hast du etwa vergessen jetzt zu klettern? Komm, du. Du möchtest gern italienischer Gentleman. Ah, das war Mario gemeint. Na gut. Oh nein, komm schon, diese scheiß Kamera. Ja, geschafft. Gibst du mir deinen Rucksack? Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Na, vielen Dank. So, jetzt haben wir alles geschafft, glaube ich jetzt. Außer wir müssen jetzt nur noch die... Ja, komm, leck mich. Ich möchte mich nicht selber töten, also. Na gut, dann lass uns jetzt hochgehen. Denn hier, wenn wir jetzt unser 10. Puzzleteil hier finden. Und zwar in der Spitze des Hügels. Hier ist noch ein extra Leben. Naja. So, dann lass uns jetzt den 10. und letzten Puzzleteil holen. Na gut, jetzt haben wir alle 10 Puzzleteile in dieser Welt geschnappt. Aber eines fehlt uns noch. Ja, wir müssen jetzt noch schnell zurückverwandeln. Mumbo, mach mal fertig für heute. Und wir beenden dann gleich diesen Part. Deshalb weiß ich auch nicht wieso, aber Rareware war voll mit Humor dargestellt damals. Ich weiß, es gibt noch die geilsten Spiele wie Banjo-Kazooie, wie das ich dieses Spiel, Banjo-Tooie, Conker's Bad Fur Day. Wer weiß, ob ich das hier auch Let's Playen werde. Conker's Bad Fur Day, by the way, ist natürlich das einzige Spiel, was nicht sehr familienfreundlich ist, aber
Wenn ihr dafür Bock habt und ihr wollt Rareware-Spiele mal sehen, dass ich zocke, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht hätte ich das ja auch als zukünftiges Let's Play dann einbauen, wenn ihr dafür Bock habt. Conker's Bad Fur Day muss ich euch dabei informieren, dass es sowieso möglich ist, aber... Ja, da muss ich euch leider warnen, dass das Spiel... Conker's Bad Fur Day ist das einzige Spiel in Rareware, das wurde nie als familienfreundlich dargestellt, sondern eher sehr jugendfrei. Also für Erwachsene geeignet, dieses Spiel. Ich weiß, Conker's Bad Fur Day bekam auch ein Remake auf dem Xbox. Und das war natürlich das Conker's Reloaded mit Multiplayer-Modus. Das war auch ziemlich die geilsten Momente. Aber das Problem war bei einem Remake zu Conker's Bad Fur Day für den Xbox war nur, dass es zensiert wurde, das Spiel. Und zwar endgültig. Meistens die schlimmsten Schimpfwörter wurden komplett zensiert. Natürlich war das natürlich das erste Spiel, das natürlich mit englischen Synchronsprechern gemacht worden ist. Glaube ich mal zumindest. Und ob ihr Bock habt dann für Conker's Bad Fur Day und für die Fortsetzung zu Banjo-Kazooie, und zwar Banjo-Tooie, schreibt es in die Kommentare, dann werden wir das auch dann machen. Nachdem wir dann Banjo-Kazooie durchgemacht haben. Wird aber eine Weile dauern, aber schauen wir mal nach. Bevor wir dann jetzt diese Welt jetzt dann verlassen, wenn wir dann jetzt dann mal nachschauen, was jetzt ist. Haben wir alles erledigt? Mumbus Mountain. Fehlt uns noch einer. Okay, da fehlt noch eine Honigwabe. Das ist nicht die halbe Welt. Wir können zum Glück als Ameise noch die letzte Honigwabe noch holen. Die Kamera ist jetzt so köstlich. Und das war die letzte, glaube ich, jetzt zumindest, oder? Ja, wir haben alles. Super. Ich weiß nicht, ob der Sound jetzt etwas zu leise ist. Wenn es dann zu leise geworden ist, tut mir leid. Ich werde es dann im dritten Part dann ändern. Also, damit haben wir jetzt diese Welt jetzt abgeschlossen. Wir haben jetzt hier nichts mehr zu suchen, außer, dass wir jetzt das letzte Puzzleteil oberhalb dieser Welt noch finden müssen. Und zwar außerhalb in dieser Welt. Ja, Mumbus Mountain jetzt 100% durchgezockt. Und das war's auch schon. Grunthilda hat euch daran gehindert, alle Noten zu sammeln. Aber die 100 gesammelten Noten werden als Bestlistenleistung gespeichert. Versucht, alle 100 Noten in jeder Welt zu sammeln. Ihr braucht die Noten, um weitere Türen zu öffnen. Vielen Dank für die Information. Und da haben wir jetzt schon den nächsten Puzzleteil für die zweite Welt gefunden. Na gut. Bum, gleich am Ende. Bär. Drehen um oder Zauber kaputt. Zauber. Alle. Banjo, bitte, Bär. Ja. Okay, Mumbo, ich brauche eh nicht mehr als Ameise rumgehen. Denn man hat natürlich eine Begrenzung, wo man gehen kann, wo man nicht gehen darf. Aber auch gut. Wir gehen jetzt mal in die zweite Welt, aber das werden wir dann in der nächsten Folge dann machen. Da öffnen wir bald meine Lieblingswelt. Wahrscheinlich von euch allen auch. Diese Tür hat Grunthilda mit einem Musikzauber versiegelt. Mach sie auf, Opa! Sei nicht so frech. Um die Türen zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Die Zahl an der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt wird. Hey, du machst nichts an... Ja, das weiß ich schon selbst, haben wir schon leider mal geredet. Leider muss ich ja extra leiden. So. Öffnen wir jetzt die Tür. Wir öffnen jetzt die Tür. So. Damit war es auch schon jetzt mit dem zweiten Part. Und zwar in zwei Parts haben wir schon jetzt die erste Welt durchgemacht. Ich glaube, naja, in einem Part haben wir jetzt die erste Welt durchgemacht. Denn in der nächsten Folge von Banjo-Kazooie, wenn wir nun die zweite Welt dann erkunden. Also, gebt einen Daumen hoch, falls euch dieser Part gefallen hat. Und wir sehen uns in der dritten Folge von Let's Play Banjo-Kazooie. Hoffentlich bleibt ihr dran. Also bis zum nächsten Mal, haut rein. Euer RedBook LP. Ciao!